Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Euch Ding am Start. Wir sind jetzt bei den Kroganern auf den Heimatplaneten. Und wir suchen irgendwas für den Spast, irgendeinen Typen. Und den finden wir jetzt, weil wir mega nice sind. Umfunktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Das ist ein Mensch. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten. Irgendeine Ahnung, ob das, was Sie ihm gegeben haben, ansteckend war? Nein. Scheint eine Kultur von Krebszellen zu sein, verstärkt durch Folter und Unterernährung. Kein Virus. Vermutlich Tests von Überträgern zur Bekämpfung der Genophage. Infektion von Menschen war nicht Primärziel. Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig, dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Ist so, Alter. Tod ist tot. Leider. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Wenn ich fliehe, stolper ich nur über das Dutzend Kroganer, die ich auf meinem Weg hierher erledigt habe. Da bleibe ich doch lieber hier. Sie haben unsere Jüngsten und Schwächsten vernichtet, Mensch. Die waren es nicht wert, weiterhin Zeuge unserer glorreichen Arbeit zu sein. Die werden im Inneren nur gestellte Veteranen des Bloodpacks finden, voller Wildheit und Kriegslust und einem einzigen Ziel verpflichtet. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. I don't think so. Sieht aus, als hätten Sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Wenn Ihnen an der Zukunft des Verloc-Clans etwas liegt, übergeben Sie mir Malen. Sofort. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer und aus den kroganischen Rebellen. Sie reden zu viel. Der so Mensch ist kann es. Noch nicht mal ein normales Ziel treffen. Kann er nicht. Frei zum Kämpfen. Oh yes, that's how we roll, bitches. That's how we do it. Let's move to the right side. Move not to the right. Schwert! Ach, was du nicht sagst. So, der ist down. Das geht auf der linken Seite. Der gehört zu mir. Da ist er hier gerade rübergefallen. Was ein Noob. Ah, Leute. So. Iridium geht over hier. Medizinstation brauchen wir nicht. Weil wir haben 6.
wir können nur 6 haben. What the fuck? What the fuck? Oh my goodness. Ich häng in der Oh shit. Oh fuck. Kann ich irgendwie eine Rolle machen? Du Barrel! Du Barrel! Oh my fucking god, what the fuck, are you serious? Okay, wir laden das Spiel nochmal noch. Oh shit. Oh fuck my life. Was soll ich dazu sagen? What the fuck? Oh ne, for real? Oh my god, for goddamn motherfucking real. Was? Wir sind wieder am Anfang? Fuck. Okay, dann wir gehen da jetzt durch die Butter, Alter. Fuck you. Ich dachte, wir sind da irgendwo, wo wir reingekommen sind, wo die Cutscene war. Oh, absolut ekelhaft. Pech, dafür überziehen wir halt 6 Minuten. Oh Gott. Ja, was soll man dazu sagen, ey? Das war einfach eine freche Wand, ey, die uns einfach so zurückgeworfen. Uns einfach so zurückgeworfen hat. Na also. Ah, der ist jetzt auch down. Dann mal wieder gleich mal ein Quick Save vor dieser Cutscene-Scheiße da. Blattschuss! Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Dragged. Dass das immer so eine Scheiße sein muss dann. Geht man da runter und tötet man die wieder. Das kostet alles wieder nur Zeit. Kerle Kiste. Drag bitches. Ah, okay, wir haben es soweit geschafft. Machen wir mal ein Quick Save. Wegen, ihr wisst, sonst scheiße, wenn wir hier wieder versagen. Und voll verwirrt. Oh mein Gott.
Naja, immer mit der Ruhe, wir haben das so offen, ey. Calm your fucking tits, bitch. Umfunktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Diese Leiche ist menschennützlich. Weiter. Na, scheißegal, weiter. Grüß dich. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat bevor... Wenn ich fliehe. Der Salarian... Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Malin arbeitet. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Krogana. Sie reden zu viel. Genau. Zeit zu kämpfen. So. Hier, viel Spaß. Dauerfeuer in the morning. So, ja, schau, der kriegt der Spaß. Geht so down. Setze Verbrennungstech. That's nice, bitches. That's very fucking nice. So. Guys, I need damage. Like, come on. Geronimo. Just like that. Ah, einfach so alle weggenutzt. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Jetzt haben wir es alles ein bisschen schwer gemacht. Ich hoffe, wir bleiben jetzt nicht hier hängen. Ah, we did it. That's great. That's great. Da geht's vermutlich zu den Labors. Ach, was es riecht nach Desinfektionsmitteln. Riecht nach. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Genau. Platine. Credits. Good job. Credits sind immer gut. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Boah, Zeug. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Genau. Los, weiter. Zack. Hey, wir können Schaden jetzt leisten. Nice. Toter Krogana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Sie haben doch nicht geglaubt, dass die Krogane sich zurücklehnen und die Genophage einfach weiterwirken lassen, oder? Vermutlich nicht. Trotzdem ein unangenehmer Anblick. Ach ja. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Ihnen ist aber schon klar, dass wir beim Reinkommen einige Krogane niedergeschossen haben. Nicht vergleichbar. War Notwehr. Instinktgesteuerter Kampf und darum gerechtfertigt. Medizinische Experimente sind etwas völlig anderes. Kroganische Forscher skrupellos. Setzen für neue Daten Frauen des eigenen Clans aufs Spiel. Widerlich. Kurzsichtig. Falsch. Es ist nicht leicht, es so zu sehen, Morden. Aber Sie haben das Richtige getan. Ihre Arbeit hat Leben gerettet. Nicht leicht. Ich wäre manchmal lieber weniger intelligent. Dann hätte jemand anders die Entscheidung treffen müssen. Es wäre nicht mein Problem gewesen. Der Wunsch eines Narren. Ich musste es sein. Andere hätten es wahrscheinlich nicht geschafft. Abmarsch bereit, Shepard. Sehr gut. Dann gehen wir mal... Oh, Forschungsnarren. Wir brauchen einige Credits. Orange, Weiß und Blau. Da ist eins. Da ist das nächste. Orange, Weiß und Blau. Das hier. Das sieht interessant aus. Oh, organische Vitalität. Ich dachte, es gibt nur Credits. Ich bräuchte mal Munition, Bitches. What the fuck? Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. So ist es. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Werlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnut.
Der Erdnuss? Werlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Erdnatt. Ich kann nicht. Erdnuss? Die Werlock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritzen. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohl aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Sehe alles verschwommen. Kann kaum denken. Muss hier bleiben. Morden, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stims vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Legen Sie sich einfach hin. Ich komme später wieder. Nein. Ich lasse nicht zu, dass Sie aufhalten. Keine Zeit. Ich lasse nicht zu, dass Sie das Heilmittel verhindern. That's goddamn right, bitch. That's how we roll, asshole. Mm. That was sweet lemonade, bitches. That was some fucking sweet lemonade. Ruthless aggression. So. Ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Wo sind denn die Kisten? Dahin. Ja, dann. Komm mal rüber. Na? Ich hatte es gibt eine Kettenreaktion und alle sterben. Oh shit. Jetzt geht's auf den Grill. Der ist ja durch und durch gelaufen. Oh. Fuck. Ah, Leute. Fuck, ja. Was du nicht sagst, Alter. Wenn ich eine Rakete trifft, sind sie durch deine Schilde durch, Alter. Du bist ja... Möge das Licht euch verbrennen. Stirb endlich. Mal tot. Oder ja schon da hinten. Nice. So, wir haben ein paar Credits. Wir haben kaum noch Munition. Best for business. That whole shit is best for business. Oh, kurz und präzise Seilen, Shepard. Get on the ground, bitch. Get over there, schnell, blau. Ich weiß nicht, müssen wir runter? Oh, ich bin sparrant, okay. Ich habe kaum noch Munition. Das ist zerbrechlich, ich kann es nicht explodieren. Das müsste ausreichen. Wrecked. Oh, ich habe wieder Muni bekommen. Von wo habe ich denn Muni bekommen? Sogar voll? Durch die Kiste oder was? Krasser Shit. Nichts, Könner! Oh shit, what the fuck? Piss dich, ey. Was ist das für ein so Chief Raylord Gold? Okay. Ach, Barriere ist nicht gegen Eis? Mit was macht denn eine Barriere dann kaputt? Mit dieser Kühlmunition oder was?
anscheinend. Das gegen Feuerpanzerung? Burser down. Okay. Bin von da hinten gekommen. Wir da hinten hin müssen. Ich weiß nicht. Geschlossene Kiste. Ey, auf damit, ey. Ich hab so ein Secret für uns wieder. Weh, da gibt's nur Geld. Das wäre traurig. Das würde nämlich überaus sad machen. Ich bin sad. Forschungsterminal. Hackieren. Of course. So, blau und weiß. Oben weiß. Und dann. Nein, ich gehe da drunter. Ja, nice. Jetzt weiß. Abstand orange. Ja. Damit lässt sich was anfangen. Oh. Ja, wir können mehr Munition für die schwere Waffe haben, war das, oder? Oder haben wir neue Munition? Das macht keinen Sinn. Was geht, Bitch? What's up, Bitches? Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fassungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz ihrer Intelligenz, Professor, ist es ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Warlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen. Die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Das Bloodpack hat Malon nie entführt. Er ging zu ihnen. Er arbeitet freiwillig an einem Heilmittel. Kontakte sagen, er arbeitet mit Bloodpack zusammen. Vermutlich. Aber warum? Hat Notwendigkeit von Genophage nie angezweifelt. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solos? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Wir legen Ihr Labor still, Malon. Ich lege noch viel mehr still. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Alter. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. That's goddamn right. Das ist ein fucking badass. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Haben wir hier sonst noch etwas zu tun? Melons Forschung. Das einzige lose Ende. Könnte sie zerstören. Ende. Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kogana. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Wie lange haben Sie daran gearbeitet, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass sich die Kogana irgendwann erholen? Jahre. Bevölkerungszuwachs der Kogana führte immer zum Krieg. Immer. Sie haben damals das Richtige getan. Tun Sie es jetzt wieder. Zerstören Sie die Daten. Ja, einzig sicherer Weg. Lösche Festplatte. Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Ich möchte mich noch ein wenig umsehen. Nicht hier. Fuck, wir können uns nochmal hier reinhacken. Ich wollte schon gehen, aber ich wollte mit Rex nochmal reden.
F drücken und halten, um die Mission zu beenden. Ah, spannend. 21 abtrünnig. Holy shit, das waren viele Punkte, Bitches. Ja, weggehen. Wir müssen ihn nochmal da jetzt auf dem Planeten. Okay, das haben wir geschafft, nice. Nur ich dachte, wir können nochmal das eine in die Stadt und mit dem Quatschen. Ah, müssen wir nicht sowieso nochmal in die Stadt und mit dem quatschen? Stimmt, wir müssen ihm einen sein Ventil geben. Dann müssen wir zu Rex gehen und fragen, was mit Grunt nicht stimmt. Der ist immer so grunty. Pisskopf. Oder sind wir hier? Oh, wir sind hier. Ah, machen wir das noch? Haben wir noch Zeit? Ach, wir sind hier am Anfang wieder. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer. Und halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Jetzt mal. Lassen Sie mich einfach durch. Ja. Wir geben dem einen erstmal sein Ventil und dann. Und dann in der nächsten Folge reden wir dann mit Grunt. Beziehungsweise Earth Grunt. Vielen zufolge hat der Erdnot Clan die Überlebenden des Vaelor Clans aufgenommen. Größtenteils Frauen und Kinder. Intelligenter Schachzug. Überraschend für Kroganer. Oh, Mark. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Nicht. Wenn Sie da schon rumstehen, können Sie sich auch nützlich machen. Jetzt mal, ich hab dein Zeug. Ich kann nichts tun, bevor ich keinen Ersatzansaugstutzen für dieses verdammte Tomka hergestellt habe. Ich hab den. Hab ich den jetzt nicht mitgenommen, weil ich. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Fuck this game. Fuck this game. Okay. Fuck it, wir haben anscheinend nicht den Ansaugstutzen dabei. Lassen Sie wetten auf die Grube ab, Mensch. Weil wir ja neu laden mussten. Richtig, richtig dumm. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogan und sein. Das Land von Kredak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal finden wir heraus, was mit Grunt abgeht. Haut rein. Bis zum nächsten.